Ganz egal. Ja. Ich mache bei Florian Rebin, Hamburger Morgenpost. Auch noch eine Frage an Steffen Baumgart. Bobby Glatzel, der war angeschlagen, habe ich gehört. Letztlich hat er 2 Tore gemacht und für ein Drittel der Torschüsse, glaube ich, gesorgt. Wie knapp war sein Einsatz? Wie stand er auf der Kippe und wie froh sind Sie, dass er letztlich auf dem Platz war? Also erstmal war es nicht knapp, weil Bobby gar nicht zu mir kam, sondern Bobby hat der medizinischen Abteilung ein Zeichen gegeben, hat nicht einmal mit dem Trainer gesprochen. Und das bedeutet, dass er mit aller Macht spielen wollte und ja, hat er auch nicht schlecht gemacht. Gibt es weitere Fragen? Ja, dann Lorena einmal bitte noch. Baumgart, nach der schwierigen Woche, das haben ja viele Spieler auch gesagt, wie wichtig war das jetzt auch für die Stimmung im Team, gerade mit Hinblick auf das Stadtderby auch am kommenden Freitag? Also mit Hinblick auf das Stadtderby mal gar nicht, sondern einfach damit, dass du im Fußball immer mit Siegen natürlich besser in eine Woche reingehst. Das hat jetzt nichts mit dem ganz besonderen Spiel für uns zu tun, das ist uns schon bewusst. Aber das hat nichts damit zu tun, aber ich glaube, Sie sind ja diejenigen, die dann, wenn es heute schiefgegangen wäre, hätten Sie ja reagiert und dann hätten wir wieder darauf reagieren sollen oder auch nicht. Also alles gut, wir haben heute gewonnen, das nehmen wir gerne mit. Wir freuen uns auf den Freitag, da wird eine explosive Stimmung sein. Das sollte man mitnehmen und da werden wir alles dran setzen, erfolgreich zu sein, klar zu sein gegen eine sehr gute Mannschaft. Alles andere machen wir dann im Laufe der Woche. Sind noch Fragen offen?